Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Wir sind immer noch in der Piratenhöhle, haben eine neue Fähigkeit bekommen. Und ich würde mal sagen, wir gehen erstmal hier oben weiter. Weil ich glaube, ich habe auch noch eine Rampe. Und es gab ja wohl auch noch so einen Schatz. Deswegen schaue ich mich erstmal hier um. Was es hier noch zu entdecken gibt. Kann ich hier eigentlich hochschwimmen? Ach, sieh mal einer an. A secret. Verteidiger P erhalten. Die Verteidigung deines Partners steigt um 1. Mal kurz. In der Gegend scheint es nichts mehr zu geben. Aber höchstwahrscheinlich das, der Schatz, der noch gefehlt hat hier. Hier komme ich nicht weiter. Hier scheint auch nichts zu sein. In dieser Gegend scheint es was zu geben. Aber da war ich ja schon, deswegen gehe ich erstmal hier lang. Lup. Vielleicht sind es auch diese Schätze mit gemeint. Doch, ich gehe einmal hier mal gucken. Aber wir können jetzt mit dem Papierschiff hier überall hin. Da komme ich auch nochmal lang. Backseat Gaming. So, guck mal, zur Kurbel. Okay, hier gibt es nichts mehr. Eigentlich dürfen wir jetzt mit dem Papierschiff eigentlich keinen Schaden mehr nehmen. Eigentlich. Da man da nicht durchkommt, gehe ich mal davon aus, dass dieses Gebiet auch schon auf 100% ist. Okay, da ist eine Kurbel. Ich komme auch so nicht wieder hoch, ne? Weiß ich jetzt gerade was? Kann ich auf der anderen Stelle auch wieder zurück? Ja, mit Yoshi darüber fliegen, ne? Wir brauchen Yoshi gar nicht einfach nur so rüberspringen. So. Aber Barbara brauchen wir. Ja, ich bin die Maus. Öfters benutzen, gerade in neuen Gebieten. Ich muss mal gucken, für was ich meine Sternsplitter noch so ausgeben kann. Vielleicht ich werde im Wasser nicht getroffen worden. Du sagst, hier ist nichts mehr. Okay.
Kehrdum, Kehrdum. Oh mein Gott, diese Stimme. Ich wette, es sind Geister in der Nähe. Gehe ich auch mal stark davon aus. Tatsache, wir haben jetzt alles geklärt, was geht. Ja, nur auf Nummer sicher zu gehen. It's me, Mario. Und dann geht es hier weiter. Da geht es zum einen weiter. Warte, ich gehe erstmal hier hin. Vielleicht ist hier was. Scheinbar nicht. Ich bin enttäuscht. Hier sind wir wieder. Ist das so eine Abkürzung? Oder vielleicht kommen wir anders nicht runter, deswegen. Ach, stimmt. Gut. Je. Oh, liebes bisschen. Ja. Oh, war doch einfacher als gedacht. Hey, sieht mal da auf dem Wasser. Ein Boot, das ist... Oh, was ist das? Uiuiui. Ein Boot? Hey da, hier, Hilfe. Nein, zu klein. Papier, zu schwer. Mann. Oh Gott, die Abitots, die sind ja... Zombie-Tots? Okay, mir scheint es nichts zu geben. Ein liebes bisschen. Sieht so aus, als wäre hier hinten noch was. Scheinbar nicht. Komme ich da raus? Und muss ich jetzt den richtigen Schalter finden oder was? Gehen wir erstmal hier lang. Das ist schon mal gut. Dann nochmal hier zurück. Und noch den zweiten Schalter aktivieren. Dann sollten wir ja weiterkommen. So, jetzt könnt ihr da alle runterspringen. Oh, über diese Fässer kommen wir ans Ufer. Vorwärts, vorwärts, nicht quatschen, einfach an Land gehen. Los, vorwärts. Oh nein, die Palmas.
erstmal alles auf und gehen. Ich weiß nicht, ob es nicht einfacher ist, an der anderen Seite wieder zurückzukommen. Ich glaube, das ist auch eigentlich der Plan gewesen. Aber andererseits... Ja, wenn ich mich gut beim Fliegen anstelle, komme ich ja da wieder zurück, ne? Fast. Das kann jetzt was dauern. Ich hab's nicht so mit dem Fliegen. Aber kann Yoshi mich nicht einfach darüber fliegen? Wie komme ich wieder zurück? Wie komme ich wieder zurück, Leute? Ich glaube nicht, dass ich von da aus wieder zurückkomme. Doch, komme ich. Ich habe einfach nur keinen Skill. Oh Mensch. Keine Ahnung, wie du hierher kommst, aber du hast uns gerettet. Wir wollten den Piratenschatz auf dieser Insel heben. Aber auf dem Meer wurden wir von Geistern angegriffen und jetzt sind wir hier. Aber das ist doch Mario. Kennst du mich noch? Alpalmones Tochter, Palmina Palmone. Und Ramonzo ist natürlich auch hier. Wir sind also Papas Erlaubnis auf dieses Schiff gestiegen. Aber als unser Schiff an dieser Insel vorbeikam, du siehst es ja selbst. Jedenfalls sind die Gerüchte über den Piratenkönig wahr. Er ist ganz in der Nähe. Aber sag mal, Mario, was tust du eigentlich hier? Papa würde dich doch nicht etwa geschickt haben, um uns zurückzuholen. Was, du suchst einen Piratenschatz und das Sternjuwel? Der Schatz soll ganz in der Nähe sein, bewacht vom Geist des Piratenkönigs. Ich glaube, du könntest Piratenkönig Cortes besiegen. Ja, du wirst diesen Cortes besiegen, der uns in diese Situation gebracht hat. Yay. Bitte sag, dass wir uns doch vorher noch... Ja, wir können uns vorher noch heilen. Buh. Und erschreckt? Entschuldigung. Also ich bin dir in die Höhle gefolgt. Aber dann habe ich mich verirrt. Irgendwie bin ich aber doch bisher hergekommen. Also bin ich jetzt hier. Aber viel wichtiger ist, ich wette, das Sternjuwel ist auf dem Piratenschiff. Natürlich ist auch Cortes, der Piratenkönig. Ich wette, du machst ihn fertig, Mario. Du schaffst das doch, oder? Ich zähle auf dich. Die anderen natürlich auch. Einmal speichern. Beziehungsweise. Sagst du hier noch was? In dieser Gegend. Kann Yoshi mich bis dahin tragen? Ganz in der Nähe. Ist wahrscheinlich da oben, da kommen wir so nicht hin. Den einen Schaden nehme ich in Kauf. So, ich würde mal sagen, Boss-Time. Oh, dein Leben ist mein.
Ich warte hinter der Tür, lass alle Hoffnung fahren. Bleib fern von meinem. Endlich widersprechen wir ein normaler Pirat. Bleib fern? Nein, hau ab beim Klabautermann. Dann Tratte, ich raube mir einen Schatz zusammen und du willst sie mir stehlen? Oder du wagst es? Das hier ist mein Revier, verstanden? Oder willst du das nicht kapieren? Pass auf, ich mache dich zum Fischmehl. Du, bist du bereit? Flucht in diesem Kampf nicht möglich. Dann würde ich mal sagen, einmal austauschen. Genau, Cortez. Das ist Cortez. Die Leute in dieser Gegend fürchten noch immer diesen Geist des Piratenkönigs. Maximale KP 20, Angriffskraft 4, Verteidigung 1. Er scheint wenig KP zu haben, dafür hat er als Geist aber viele Leben. Außerdem kehrt er einige besondere fiese Attacken. Ein gefährlicher Gegner also. Du solltest ihm ganz einfach so viel Schaden zufügen, wie du kannst. Dann wirst du diesen elenden Geist schon irgendwie besiegen können. Hat eine ordentliche Verteidigung, du. 4 Schaden, Halleluja. Setz mir doch mal Hammer ein. Hammer macht definitiv mehr Schaden. Techniken. Einmal Taktik austauschen. Machen wir mal Bartomb. Ich weiß nicht, wie ich da blocken soll. Komm, setz mal den Eisschlag ein. Na, schade. Und dann nochmal eine Bombe. Ui. So. Angriffskraft plus 4. Komm, setz mal einen Eisschlag ein. Okay, der ist bewegungsunfähig, das ist schon mal gut. Zwei Runden lang, das ist gut. Ah, dein Charge kam mir nix. Du liebst ein bisschen.
Ich glaube, ich muss die alle besiegen erstmal. Autsch. Ja gut, dass das keine gute Idee ist, hätte ich mir denken können. Setzen wir doch mal die Zeitbombe ein. Oh, der macht echt guten Damage, du. So, dann würde ich mal sagen, tauschen wir mal auf Alberto und setzen Stampfattacke ein. So, geblockt. Geblockt. Autschi. Und explodieren die jetzt? Nice. Und dann nochmal eine Stampfattacke. Na, so schwer war der Bosskampf gar nicht. Doppelte Erfahrungspunkte. Nice. Nein, mein Schatz. Also. Was? Hey, ich bin ja noch da. Zum ewigen Leben verflucht, weil ich meinen Schatz so liebe und die Menschen hasse. Und wenn ich besiegt werde? Ich bin ja schon tot. Ich liebe meinen Schatz. Habe nur keine Lust mehr, ihn dauernd zu bewachen. Was? Du bist gar nicht hinter dem Schatz her? Aber wieso bist du dann extra bis hierher? Was? Das ist alles, was du willst? Bloß diesen lausigen Stein? Ist das dein Ernst? Aha. Gut, dann sollst du den Stein haben, kein Problem. Ein Juwel mehr oder weniger, was macht das schon aus? Besonders hübsch bin ich ihn auch nicht. Und du erhältst ein Sternjuwel. Deine Sternenergie beträgt jetzt 6. Mario lernt die Sternattacke super fit. Kapitel Ende. So besiegte Mario den Schrecken der Meere, den Piratenkönig Cortes. Mit dem Sieg über den Piratenkönig erhielt Mario das 5. Sternjuwel. Cortes aber wird sich in Zukunft wohl vom vorbeifahrenden Schiffen fernhalten. Die Frage ist nur, wie unsere Freunde von der Insel fliehen sollen. Und dann gab es da noch eine Kleinigkeit, die man nicht vergessen sollte. Also gut, du hast was du brauchst. Mach, dass du wegkommst. Logbuch. Kreis Sterntag. Sternmonat. Es ist unglaublich. Wir sind wirklich am Ziel. Wir haben den Schatz des Piratenkönig Cortes entdeckt.
Aber hier war doch angeblich auch ein Schatz. Und zwar angeblich in dieser Richtung. Kann ich hier pusten? Nö. Kann ich hier pusten? Nö. Ochi-bauchi. Gut, ich würde mal sagen, einmal speichern. Und dann würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bis dahin, tüdelü.